Das Wichtigste hierbei ist, die Geldanlage vor der Inflation, also der ständigen Geldentwertung, zu schützen. Dies ist in Deutschland ganz normal und bewahrt uns auch vor dem Szenario einer sogenannten Deflation. Tut mir leid, wir stellen niemanden mehr als Aushilfe ein. Wir haben kaum noch Mitarbeiter. Aber vor 2 Wochen habt ihr doch noch Leute gesucht. Tut mir leid. Der nächste bitte. Moin, ich hätte gern ein normales Brötchen. Sehr gerne. Danke. Das sind dann genau 47.000 Euro. Was? Es ist ja auch Bio. Sie können mir glauben. Wir nutzen nur die aktuellen Preise der Regierung. Dazu sind wir verpflichtet. Steht doch alles in der Zeitung. Das sind dann 47.000 Euro und 66.000 Euro für die Zeitung. Sind genau 113.000 Euro. Und mein Rückgeld? Wir geben seit gestern kein Wechselgeld mehr zurück. Haben Sie das Schild am Eingang nicht gesehen? Okay. Der nächste bitte. Hallo. Das ist schrecklich, oder? Ich habe zwar nächste Woche mein Haus abbezahlt, dafür habe ich meine Arbeit verloren. Die Regierung muss irgendetwas machen. Meinen Eltern geht es noch schlechter. Das ganze Geld auf dem Sparbuch, alles nichts mehr wert. Und das Essen wird immer teurer. Aber Hauptsache, der Staat ist schuldenfrei. Ja, ich glaube, ich muss los. Ich auch. Ich hole mir Sozialhilfe. Dann habe ich wenigstens Geld fürs Essen. Obwohl ich gehört habe, die seien viel zu langsam beim Anpassen. Scheiß Inflation. Tut mir leid. Wir stellen keine Leute mehr als Aushilfe ein. Wir haben kaum noch Mitarbeiter. Es kauft beinahe niemand mehr bei uns ein. Tut mir leid. Okay, trotzdem danke. Schönen Tag noch. Moin. Kann ich Ihnen helfen? Sie wollen doch nicht etwa was bei uns kaufen? Doch, doch. Das gleiche wie eben. Verzeihung? Ein normales Brötchen. Sehr gerne. Danke. Das sind dann 18 Cent. Oh. Es ist ja auch Bio. Sie können mir glauben, wir nutzen nur die aktuellen Preise der Regierung.
Dazu sind wir verpflichtet. Wir betrügen nicht wie andere Läden. Mhm. Das sind dann 18 Cent für das Brötchen und 63 Cent für die Zeitung. Sind wir bei genau 81 Cent. Okay. Die fallenden Preise machen mich wahnsinnig. Das Brötchen hat heute Morgen noch 20 Cent gekostet. Danke. Schönen Tag noch. Gleichfalls. Das ist schrecklich, oder? Ich habe mir Schulden für mein Haus aufgenommen. Die werde ich niemals zurückzahlen. Und dann habe ich noch meine Arbeit verloren. Die Regierung muss irgendetwas machen. Meinen Eltern geht es noch vergleichsweise in Ordnung. Geld auf dem Sparbuch wird immer wertvoller. Deshalb warten sie auch mit allem, was sie ausgeben. Und sind zu geizig, mir aus der Patsche zu helfen. Selbst das Essen wird immer billiger. Und der Staat verschuldet sich immer mehr. Mhm. Ja. Deflation. Und dies ist für eine Volkswirtschaft viel schlimmer als eine Inflation. Warum? Nun, die Deflation ist mit geldpolitischen Mitteln weitaus schwieriger zu bekämpfen. Und somit steigt die Gefahr einer Spirale. Insofern ist es gut und wichtig, dass die Europäische Zentralbank und die Deutsche Bundesbank eine stetige Inflation von knapp unter 2% anstreben, auch wenn Sie als Sparer sich dies vielleicht noch etwas geringer wünschen würden. Ich glaube, ich muss los. Ich auch. Ich will noch Sozialhilfe beantragen. Die ist ja noch vergleichsweise hoch. Ich habe gehört, der Staat zahlt sie aktuell noch, trotz der hohen Verschuldung. Und er ist zu langsam bei der Anpassung. Ich weiß gar nicht, wie lange das noch gut gehen soll. Scheiß Deflation.